Entschuldigen Sie die Verspätung. Ich musste wieder warten, bis ich meine Mutter schnarchen hörte. Sie hatten recht. Wirklich interessant, die Theorien Ihres Freundes Nietzsche. Leider hat er noch mit keinem seiner Werke bis jetzt Erfolg. Entspricht er selbst denn diesem Ideal des Denkers, der die Wahrheit über alles stellt? Ich hatte eigentlich gehofft, dass Sie das bald höchstpersönlich beurteilen können. Seine Kur ist nämlich beendet. Aber? Er erzählt sich noch. Dabei weiß er gar nicht, was ihm entgeht. Sind Sie schwindelfrei? Fräulein Luise von Salomir, ich weiß, es kommt etwas plötzlich. Aber darf ich um Ihre Hand bitten? Sie hatten meine Hand doch bereits. Ihre Mutter hat auch schon eingewilligt, Luise. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, aber das würde sie bei fast jedem tun. Meine Mutter wünscht sich nichts sehnlicher, als dass ihr schwarzes Schaf unter die Haube kommt. Geben Sie mir einen Hinweis, wie ich Ihr Herz erobern kann. Ich werde niemals heiraten. Können Sie mir einen triftigen Grund dafür nennen? Ich möchte frei sein, unabhängig. Ein Mann und Kinder lassen sich damit nicht vereinbaren. Vielleicht ändern Sie Ihre Meinung eines Tages. Ich fürchte, da hoffen Sie vergebens. Dann tut es mir leid, gefragt zu haben. Wir können doch Freunde bleiben. Stellen Sie sich einfach vor, ich wäre ein Mann.